Hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Match-Tour-Guide. Heute geht es um den Survival Hunter. Und zwar will ich euch da einmal zeigen, was ich an Gear mir angezogen habe, die Verzauberungen. Dann wollen wir uns die Skillung anschauen und ein bisschen die Consumables. Und danach wollen wir einmal in meinen Trial reinschauen. Da werde ich euch die Fähigkeiten ein bisschen erklären, beziehungsweise dann so ein bisschen erklären, wie ich das Ganze gespielt habe. Ich würde sagen, wir fangen einmal an mit dem Gear. Ich habe mir, wie bei den anderen zwei Challenges vom Hunter, da habe ich ja auch schon Videos zu gebastelt, selbiges Gear angelassen. Das ist einfach ein hergestelltes Gear, so heißt es tatsächlich auch, vom Lederer. Das kann einen Lederer bauen, der in Mists of Pandaria ein paar Rezepte hat. Die kann man nämlich durch so eine Forschung bekommen. Und diese kann man über das Mal des Handwerkers auf Stufe 48 oder 44 erhöhen. Und je nachdem, auf welchem Slot, sollte man es auf 54 oder 48 erhöhen. Und zwar wird im Mage Tower ja alles im Timewalker gescaled, heißt euer Gear alles über 50 wird auf 50 runtergescaled, alles unter 50 wird nicht hochgescaled. Warum sollten wir jetzt trotzdem Items anhaben, die jetzt vielleicht auf 50 sind oder drunter? Alle Items, die auf 50 sind oder drunter, können wir mit alten Verzauberungen verzaubern. Und überall, wo wir keine aktuelle Verzauberung draufhauen können, können wir halt mit loweren Items oder wenn ihr optimalerweise Items habt, die 50 sind, die mit den alten VZ'en und haben dann auch noch Möglichkeit mit dem Pandaria Herstellgear ein paar Sockel mit auf dem Gear drauf zu haben. Ich habe mir quasi hier auf dem Kopf einen 54er Item gecraftet, da gibt es nämlich keine VZ, auf den Schultern einen 58er, da haben wir nämlich eine VZ mit 5 Wirklichkeit 2 Crit. Dann habe ich mir ganz normal den Umhang, den ich schon hatte, angelassen, da gibt es eine Shadowlands Verzauberung mit 20 Ausdauer und 30 Lebensraub. Dann auf der Brust habe ich eine Shadowlands-Verzauberung mit 30 Primärwerten und dementsprechend habe ich dann ein 54er-Ding mir geholt. Dann auf den Handgelenken habe ich mir einen 50er-Item-Level geholt. Das ist aus der Ordenshalle von eurem Ordenshallenverkäufer. Da kann man sich einfach ein Item auch mit Sockel holen. Das ist ganz praktisch. Dann auf den Handschuhen hatte ich 6 Beweglichkeit verzaubert auf einem 48er-Item. Gürtel habe ich eins in einem Raid-Dungeon bekommen, da habe ich mir dann das Gold für das Item gespart und da war schon Sockel drauf, deswegen passt. Da könnte man sich noch einen extra Sockel drauf machen, wenn man ein 50er Item hat oder drunter, aber jetzt komplett min-maxen wollte ich hier auch nicht. Wenn ich schon ein Item in einem Dungeon kriege, dann nehme ich das halt auch mit. Dann habe ich einen 48er Item auf der Hose mit 2 Sockelslots und dementsprechend dann 6 Agi und 3 Crit drauf verzaubert. Hier habe ich einen 54er, weil da kann man eine Shadowlands Verzauberung mit 15 Agi drauf verzaubern. Und die 2 Ringe habe ich mir Juwelringe aus Shadowlands gecraftet. Die haben jeweils einen Sockel und da könnt ihr euch die Stats auch aussuchen. Ich habe, wie ihr seht, hauptsächlich Crit verzaubert, was für die Challenge eigentlich nicht so optimal ist. Ich habe das so gelassen, weil ich mit demselben Gear für alle 3 Challenges gespielt habe, also MM, BM und hier auch Survival. Wenn ihr nur die Survival Challenge spielt und oder euch ein spezielles Gear für jede Challenge basteln wollt, dann solltet ihr als erstes auf den ersten Set auf Haste gehen und dann auf Versa und erst der dritte Set wäre Crit. Wie gesagt, ich war jetzt faul, hab mir dieselben gelassen, hat aber auch mit dem Gear geklappt, aber es war sehr knapp, muss ich an der Stelle sagen. Gut, so viel hier zu dem Gear. Dann habe ich mir noch eine Stangenwaffe geholt und sehe gerade, da habe ich vergessen, die Sockel drauf zu machen. Ups. Eine Stangenwaffe, das ist die Account-Stangenwaffe von Höllschrei. Die gibt es leider nicht mehr. Die hat man in MOP, in SOO vom Endboss bekommen. Ihr könnt aber auch mit jeder anderen Stangenwaffe mit Agi spielen, ist vollkommen egal. Ich habe hier Kreuzfahrer drauf verzaubert. Da gibt es nämlich noch ein bisschen extra Heilung. Ihr könnt aber auch jegliche Damage-Verzauberung drauf machen. Das bleibt sich relativ gleich. Wir können jetzt auch mal reingucken, was ich mich geheilt habe. Heilige Stärke ist die Kreuzfahrerverzauberung und ihr seht, das hat schon ganz gut was gemacht. 23% von meiner Heilung ist nur die Kreuzfahrerverzauberung. Wenn ihr auf Safe spielen wollt, könnt ihr die nehmen. Ihr könnt aber auch, wie gesagt, eine Damage-Verzauberung drauf machen. Und solltet ihr die Waffe haben, dann solltet ihr vielleicht dran denken, sie zu sockeln. Ich habe das jetzt irgendwie anscheinend vergessen. Hat aber auch so funktioniert. Und Trinkets habe ich einmal gespielt mit der verehrten Samenkapsel. Die kennt ihr bestimmt schon aus einigen von meinen anderen Videos.
Und diese bekommt man einmal aus dem Smart Grün Albtraum vom ersten Boss, und zwar Nitendra aus jeder Schwierigkeitsstufe. Heißt LFR, Normal, HC, Mythic, und ihr könnt euch auch einen Bonus-Roll holen, um da im Bonus-Roll vielleicht nochmal ein bisschen mehr Glück zu haben. Als letztes habe ich den Geistereisen-Drachling, den kann Inji herstellen mit derselben Methode. Markt des Handwerks mal 5 draufknallen, dann ist der auf 54 Item-Level. Der Inji kann dann noch zusätzlich diese Special Zahnradsockel herstellen. Nur die kann man da übrigens reinsockeln. Und auch hier solltet ihr anstatt Crit und Versa, was ich habe, Haste und Versa am besten nehmen. Ne? Da müsst ihr immer unterschiedliche reinhauen. Die heißen anders, haben aber dieselben Stats quasi drauf. Gut, so viel dazu. Zu den Sockeln an sich. Ich habe hier einen Metasockel mit 3 Beweglichkeit und dann 3% Crit. Und man kann sich dann noch einzigartige Sockel reinmachen. Einmal hier mit 7 Beweglichkeit und dann gibt es hier noch einen mit 6, die einzigartig sind. Und sonst habe ich auf den Items, die 50 und aufwärts sind, quasi Sekundärsets reingemacht. Hier in dem Fall Crit. Wie gesagt, ihr solltet lieber Haste sockeln, wenn ihr nur die Survival Challenge macht. Und auf den anderen habe ich quasi blaue 3 Beweglichkeitssockel reingehauen. Schlichtweg, weil man die epischen auf unter 50er Items leider nicht sockeln kann. Und dann habe ich mir die blauen hier einmal reingehauen. Das sind hier ein paar, ja, von den Sockeln. Und auf die Shadowlands-Dinger kannst du natürlich wieder die Crit oder, wenn du nur die Challenge machst, die Tempo-Sockel draufsockeln. So viel zum Gear. Dann kommen wir einmal zu der Skillung. Ich habe hier einmal die Regeln des Gefechts geskillt in der ersten Reihe, dann Guerilla-Taktik, dann haben wir die natürliche Heilung, Blutsucher, Improputo, den Speerspitze habe ich hier mitgenommen und Lauffeuer-Infusion. Das sind die Talente, also einmal hier im Zickzack. Dann zu den Consumables. Ich habe einmal gespielt mit dem großen Fläschchen der Ströme. Das ist aus BFA. Dann mit dem Schattenkernöl aus Shadowlands. Dann mit dem Shadowlands Crit Food. Ihr solltet vielleicht mit dem Tempo Food am besten spielen. Das hatte ich aber hier nur über. Dann habe ich eine Verstärkungsrune. Dann haben wir die Kriegsrolle des Schlachtrufs. Das kann ein Inschriftenkundler einmal herstellen für 3% mehr Angriffsstärke. Es gibt auch noch eins für Ausdauer, aber das braucht man nicht wirklich. Dann habe ich einmal, ja gut, das HT vom Pet, ne, und Trank der Ungezügelten, oder ein Trank des Ungezügelten Wut. Mit was habe ich dann sonst noch gespielt? Ich habe einmal mir einen Wolf genommen, da haben die Leute bei mir im Stream gemeint, der hat so ein bisschen Lifestyle, ne, 10% Lebensraub, ist ganz nett, deswegen habe ich einen Wolf genommen, ne. Ihr könnt wahrscheinlich auch jedes andere Pet nehmen, bleibt sich relativ gleich. Gut, so viel zum Vorgeplänkel. Makros habe ich mir hier tatsächlich keine erstellt. Also ich habe das ohne Makros gespielt. Was noch Sinn macht, sich einmal hier den asybischen Heiltrank zu holen. Der hat einen relativ hohen Heilwert im Timewalker Mage Tower. Dann würde ich sagen, schauen wir einmal in den Fight rein. Und zwar mute ich mich hier. Der Fight ist ein bisschen länger. Und zwar hat der insgesamt 2 Phasen. In der ersten Phase kämpft ihr gegen Xylem, das ist hier der Magier, und in der zweiten Phase beschwört er einen großen, so ein Void-Ed, und dieses müsst ihr dann auf jeden Fall töten. Xylem müsst ihr nur auf 10% runterhauen und das Void-Ed müsst ihr am Ende dann umbringen. Am Anfang ist es so, dass er einfach so ein bisschen seine Frostzauber auf euer Pet haut. Ihr solltet am besten den Sport am Anfang aktivieren und später einmal den Sport aufhauen. Die erste Fähigkeit, die wir sehen, sind diese Eiswände. Wenn ihr da drin steht, kriegt ihr einen Haufen Damage. Ja? Jede paar Sekunden kommt so ein Meteor runter, macht einen Haufen Frostdamage. Und ihr müsst da gucken, dass ihr möglichst schnell rauskommt. Wenn ihr gegen diese Eisstacheln lauft, dann werdet ihr gewonshottet. Ihr müsst hochspringen und dann euren Rückzug ziehen. Zieht ihr nur euren Rückzug, fliegt ihr gegen die Eiswände, seid tot. Ihr müsst quasi schauen, hochspringen, wenn ihr an dem höchsten Punkt seid, dann Rückzug. Wenn ihr im Mittelpunkt seid und dann Rückzug macht, dann bleibt ihr teilweise dran hängen und sterbt auch. Wenn ihr schnell seid und euer Turtle zieht, dann könnt ihr das überleben. Wenn ihr nicht schnell seid, schaut schlecht aus. Also da müsst ihr gucken, ne, dass ihr dafür den Rückzug immer schön benutzt. Also sonst am besten nirgends anders ziehen. Sonst haut Xylem einfach so Frostblitze raus gegen euer Pet, haltet es ein bisschen gegen, relativ easy Angelegenheit, ja. Was Sinn macht, wenn ihr seht, okay, das Pet droppt ein bisschen runter oder allgemein, schaut, dass ihr ihn immer mal wieder countert, am besten am Ende vom Cast, und ihr habt mit dem Pet auch noch einen Stun, den am besten einsetzen, wenn ihr seht, okay, das Pet droppt runter, ihr habt jetzt vielleicht die Heilung nicht
aktiv gezogen, dann am besten immer noch schauen, dass ihr dementsprechend den Wegstand, dass euer Pad nicht gerippt wird. So, jetzt haben wir hier eine kurze Zwischen-Arkan-Phase und hier ist es so, dass wir den Kollegen finden müssen. Den müssen wir rausholen mit dem Leuchtfeuer. Und hier ist es so, dass ihr in dieser Zwischenphase hattet ihr so komische Magier da, ne? Die wirken in Cast und wenn der Cast zu Ende ist, kicken sie euch von sich weg. Ihr könnt diese Magier töten und wenn ihr diese Magier umbrezelt, dann ist es so, dass so eine Blase um die rum entsteht, die wird immer kleiner und in der werdet ihr geheilt. Ihr könnt es so machen, ihr könnt von Magier zu Magier gehen und euch vorarbeiten. Außerhalb der Dudes kriegt ihr einen Haufen Schaden, ja, und werdet runtergeratzt. Ziel ist es, den Typen mit Leuchtfeuer schnell rauszuholen. Die einfachste Taktik ist einfach, kurz bevor die Phase kommt, wenn ihr Boss-Mods habt, wird euch das immer angezeigt mit dieser Arkan-Phase, relativ in die Mitte zu laufen. Ihr seht es hier, Arkane Auslöschung ist das, in die Mitte zu laufen. Zu gucken, er ist immer auf der anderen Seite, mit dem Dings hier drüber zu springen, mit dem Rückzug. Ich habe es gerade verkackt, bin genau in der Mitte hängen geblieben, dann habe ich die Turtle gezogen und bin so durch die Strahlen durchgelaufen, zu ihm hin, Leuchtfeuer drauf, rausholen, dann verschwinden alle und kann man weiter durchziehen. Wenn ihr in der Phase ein paar Sekunden zu lang rumsteht, kriegt ihr massiv Schaden die ganze Zeit und sterbt. Und wenn ihr zu lang braucht, ne, dann geht der Typ hoch und ihr seid auch tot. Also ihr müsst möglichst schnell hinkommen. Wenn ihr es nicht hinkriegt, wie gesagt, ihr könnt auch Magier von Magier zu Magier spielen. Würde ich euch aber nicht empfehlen, ist viel komplizierter und ihr sterbt wahrscheinlich zwischendrin. Deswegen einfach in die Mitte laufen, Rückzug. Nicht ganz durch die Mitte, wie ich es gerade gemacht habe, sondern so seitlich, dass ihr über beide drüber fliegt und dann auf die andere Seite kommt. Ihr seht den Mob dann immer auch auf der Karte gemarkt mit so einem gelben Punkt, wo er ist und es glitzert dann auch mal so ein bisschen. Und da müsst ihr einfach euer Leuchtfeuer draufschmeißen. Ihr könnt auch einfach hinlaufen, ja, dann wird es halt leichter auch mit dem Leuchtfeuer tatsächlich. Mehr ist es in dieser Zwischenphase nicht, das ist ein bisschen tricky. Und wenn ihr es wie ich komplett verkackt habt, dann müsst ihr halt schauen, dass ihr eure Turtle ready habt, durch die Strahlen laufen. Wenn ihr nämlich durch die Strahlen lauft, werdet ihr erstmal ein bisschen nach hinten gekickt und ihr kriegt massiv Schaden, also das grillt euch. Da wollt ihr eigentlich nicht durchlaufen, außer ihr habt die Turtle an. Gut, so viel dazu. Ach übrigens, mit diesem Krippelhook könnt ihr euch da immer ein bisschen ranziehen, ne? Das ist eine ganz entspannte Sache. Und wir haben auch ein CD, wo wir dann hier die eine Fähigkeit auf Range ziehen können. Falls ihr da mal länger hinlaufen müsst, ist eine praktische Angelegenheit. Sonst in der Arkan-Phase hat er noch ein paar andere Fähigkeiten. Und zwar anstatt dem Frostblitz castet er halt dann diesen Arkan-Blitz, ne? Oder diesen Arkan-Zauber. Der macht ein bisschen mehr Schaden, ist halt ein Ticken langsamer, ja? Ist aber das gleiche in grün. Dann haben wir noch einen Spell, den müssen wir abbrechen, ja. Und dann haben wir hier noch diesen Beschuss, den ihr jetzt vorhin vielleicht auch schon das ein oder andere Mal gesehen habt. Hier müsst ihr einfach ausweichen. Wenn ihr so ein Ding soakt, seht ihr, das macht 2000 irgendwas Damage, es tötet euch nicht. Euer Pet tankt eh die ganze Zeit, wenn ihr Kreuzfahrer drauf habt, teilt euch passiv gegen. Es ist kein Weltuntergang, ja. Aber es sollte am besten nicht passieren, ja. Weil ihr kriegt halt einfach massiven Damage. Dann, wie gesagt, er hat so einen kleinen Cast, den ihr auf jeden Fall interrupten müsst. Dann channelt er so einen Strahl in die Mitte. Und wenn er das macht, den hier, den müsst ihr interrupten. Wenn er den durchchannelt, kriegt er einen Stack hoch für jede Sekunde, wo er ihn channelt, wo er 10% mehr Schaden macht. Und ja, wenn er das dann halt hochstackt, dann kriegt er massiv auf den Latz und das wollt ihr nicht. Also ihr habt gerade gesehen, nicht ganz in der Mitte durch, sondern ein bisschen seitlich. Dann könnt ihr über beide Strahlen rüberspringen mit einem Rückziehen. Und schafft es dann easy hinzukommen. Wenn er genau in der Mitte drüber springt, dann bleibt er hängen und dann müsst ihr mit der Turtle außen rum. Wenn die Turtle auf CD ist, naja gut, dann ist halt RIP, ne? Dann seid ihr tot. So, jetzt kommen wir in die zweite Phase. Ganz wichtig, Pet Spot ausmachen. Das ist das Allerwichtigste. Und dann ist es so, dass ihr in die Mitte geht und dann einmal den Boss an sich angreift und ranholen. Hier könnt ihr theoretisch den Pot ziehen, ihr könnt HT ziehen. Und ihr müsst jetzt gucken, dass der Boss, der hier spawnt, genau in der Mitte steht nach den ersten paar Sekunden hier. Also bei mir steht er etwa in der Mitte, ich habe einen Ticken zu weit gezogen, denn dieser Boss hier, der shittet so Pools auf dem Boden, ja? Und diese Pools werden immer größer. Und wir haben im Endeffekt einen Soft-Enrage, in dem der den ganzen Raum zuschüttet, ja? Und indem wir das erste Mal in die Mitte das reinplacen, ist es quasi so, dass das mittlere Ding so groß wird, dass es fast ganz den Rand bedeckt, aber wir einen Ticken noch Platz haben am Rand, ja. Und unser Ziel ist es, das erste in die Mitte reinzuhauen und alle weiteren werden wir jetzt hier am Rand rumhauen. Und euch sollte nicht das passieren, was mir passiert ist, dass ihr dann jetzt so ein Riesenstück weitergezogen habt. Ihr wollt eigentlich, dass der Boss immer in der Void steht und immer ein minimales Stück nur weitergezogen wird. Das wird nämlich am Ende eng mit dem Enrage und eigentlich sollte der Boss jetzt hier stehen und ich hätte
dieses ganze Stück habe ich jetzt gewastet, das sollte euch nicht passieren. Also ihr müsst immer wieder schnell an den Boss ran und wenn ihr aber in der Vault schon steht, seht ihr, verliert ihr extrem Leben. Also ihr müsst ihn ganz langsam immer Stückchen für Stückchen nach hinten ziehen. Ja? Der Boss macht nichts Großartiges außer Auto-Hits, die machen nicht viel Schaden, das heilen wir uns locker gegen. Deswegen unser Pet sollte auch nicht tanken, weil sonst könnt ihr den nicht weiterziehen. Ihr lasst euer Pet einfach draufhauen und dann ist es so, dass er jede Minute euch einen Strahl draufhaut. Dieser Strahl macht folgendes, dass ihr einfach, das ist die dunkle Saat hier, die wir gerade auch im DBM sehen, diese dunkle Saat gibt euch einfach den Debuff, ihr haut so einen Strahl drauf, ihr könnt dann noch ein paar Sekunden stehen bleiben, wir müssen nämlich Damage auf den Boss hauen, ich bin hier tatsächlich schon wieder ein bisschen zu früh weggelaufen und dann hau ich hier meine Teerfalle hin, ich hau mein Trinket rein, dass die Damage kriegen und jetzt DPS ich hier mit der Bombe einfach AE-mäßig voll drauf, töte diese Ads und gehe wieder an den Boss ran, schnellstmöglich, dass der nicht aus der Void rausläuft, sonst schenken wir wieder Platz her. Und diese Ads, die dürfen den Boss nämlich nicht erreichen. Sollten sie den Boss erreichen, heilen sie ihn um 20% seines Lebens hoch. Und wenn der um 20% Leben hochgeheilt wird, dann ist es das eigentlich für euch schon gewesen. Ja? Also dann seid ihr auf jeden Fall tot. Weil ihr dann einfach den Platz nicht habt. Und ihr seht, ich laufe hier schon wieder einen Ticken zu schnell. In diesem nur bisschen gekrieselten Bereich könnt ihr stehen. Im Dunkeln dürft ihr nicht stehen. Also ihr könnt da tatsächlich noch ein bisschen langsamer laufen. Und ihr werdet es auch am Ende sehen. Ich habe hier ein bisschen das zu zügig gemacht. Und da wäre es dann fast zu eng am Ende geworden. Also es war, glaube ich, eine Sekunde oder so, wo ich es gerade noch geschafft habe. Also ihr könnt euch da ein bisschen mehr Zeit lassen. Und wenn ihr die Ads spawnt, ihr könnt eigentlich noch 3, 4, 5 Sekunden an dem Boss dran stehen bleiben, noch ein bisschen dealen und erst dann, ihr habt ja den Rückzug, wo ihr euch zum Beispiel, wo ihr raus könnt, ne? Also eigentlich habe ich jetzt hier wieder hergeschenkt. Ich hätte jetzt noch 2, 3 Sekunden länger an Boss bleiben können. Wenn ihr die ganz hier in die Ecke placed, sind die alle komplett zusammen und das ist halt richtig schön. Dann könnt ihr da maximal drauf DPSen. Genau, dann wieder hier ganz ran und weiter auf den Boss. Es ist so, wenn ihr es optimal macht und gleich am Anfang den Pot zieht, könnt ihr theoretisch 2-mal potten, ja. Aber dann dürft ihr hier halt nichts herschenken, ja, an Platz. Ne andere kleiner Tipp, den ich euch noch geben kann, in der Zwischenphase, während der Xeleb den Mob hier beschwört, habt ihr die Möglichkeit, dass ihr euch hinsetzt, ne. Also ihr könnt dann kurz Bufffood nehmen. Ihr könnt theoretisch auch umskillen, wenn ihr es braucht. Heißt, ihr könntet dann auch diesen Binding-Shot theoretisch mitnehmen, um besser mit den Ads dann noch zurechtzukommen. Das ist aber Geschmackssache, ne? Also da müsst ihr halt so ein Umskill-Buch euch einmal einpacken und hinsetzen könnt ihr euch auch nochmal vollrecken, falls ihr jetzt mit nur ein paar Leben aus der Phase geht und eure Heal-CDs dafür nicht verwenden wollt. Ihr könnt auch tatsächlich euer Gear switchen. Ich hatte euch ja empfohlen, die Kreuzfahrerverzauberung mitzunehmen, weil die einfach noch ein bisschen heilt. Ihr könnt dann für die letzte Phase, weil ihr hier nur Damage braucht, theoretisch noch auf eine andere Waffe gehen mit einer anderen Verzauberung. Das wäre auch noch möglich. Und ihr seht, hier habe ich jetzt auch schon wieder einen Haufen Platz verschenkt. Ihr müsst einfach schneller hin. Es gibt auch die Option, dass ihr den Rückzug nicht benutzt, um rauszulaufen, sondern den Rückzug, um mal wieder an den Boss ranzukommen. Das ist auch eine Option, dann schenkt ihr den Platz nicht her. Ihr könnt natürlich auch mit den Haken euch an den Boss ranhaken, aber da der in der Void steht, ja, das wollt ihr eigentlich nicht, weil da kriegt ihr extrem Schaden. So, und jetzt kommen hier nochmal die letzten Ads. Theoretisch kannst du die auch spielen, die Ads, die letzten, wenn man noch mehr Platz hat. Bei mir war es jetzt hier schon sehr eng. Ihr seht, da hinten geht schon aus mit dem Platz. Und mein Pot hat jetzt nur 26 Sekunden. Ich meine, mit dem Demon Hunter konnte ich 2-mal potten, weil ich es da besser gespielt hatte, hier mit der Void. Und ihr seht, hier ist jetzt Ende mit dem Platz, 5% habe ich noch. Er castet nochmal die Ads, aber der Buff dauert relativ lang, der Cast ist relativ lang, bis er durch ist. Ich habe nochmal mein Trinket hier auch hingelegt. Ads spawnen, ich ziehe jetzt einfach nur auf den Boss zu und eine Sekunde länger, dann wäre ich down gewesen, ne? Aber ich hatte meine Waffe nicht gesockelt, hat die falsche Verzauberung drauf für die letzte Phase, da hätte man dann auch nochmal switchen können, aber ja. Es hat auf jeden Fall geklappt. Wenn ihr es ein bisschen sauberer spielt, dann habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Platz. Boss nicht zu oft ziehen. Und ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen, was ich euch an Tipps geben kann. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ja, sonst sehen wir uns im nächsten Match Tower Guide wieder. Sollten noch Fragen oder Anregungen offen sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.